Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Herr Zeus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Ich empfange keinen weiteren Funkverkehr. Du bist sicher, Woods. Verstanden, Park. Bleib dran. Halte Mason und Adler bereit. Gehen wir. Und damit willkommen zurück zu COD Black Ops Cold War Kampagne. Naja, ganz ruhig. Die Basis ist gleich hinter dem nächsten Kamm. Geht rein, seht euch um und kommt wieder raus. Scheiße, Park. Ich wollte noch bleiben, mir den Gulag ansehen. Macht das, nachdem wir wissen, was Perseus vorhat. Ich war auch in den Gulag. Was für ein Monstrum. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Darin versteckt haben. Mach ein Foto fürs Kommando. Klar. Ein schönes Selfie. Ach, Selfie passt ja gar nicht. Ein schönes Zeit, uns Thumbnail. Die Hände schmutzig zu machen. Verstanden. Oben und unten wachen. Wähle dein Ziel. Ich will überall wachen. Okay. Woods, du gibst mir Rückendeckung, ich schieß die oben ab. Und... Boah, das ist übrigens die krasseste Basis, Alter. Ja, ganz ruhig. Bam. Wir haben zum Glück die Schalldämpfer. Gut gemacht. Warte. Ja, wie im Lehrbuch. Obwohl ich das nicht mag. Warte. Den da oben kann man auch nochmal mitnehmen. Ist da noch einer? Ja, da hinten. Fuck. Als ob der die Schüsse nicht bemerkt hat. Ich gebe Deckung. Ja, warte. Irgendwo ist doch bestimmt noch einer. Na gut, dann gehe ich. Boah. Mach Bilder von wie in so einem James Bond Film. Karten, Baupläne, was immer du findest. Hab was. Das sieht aus wie so eine Google Maps Map. Also so ein Ausschnitt von einer Google Maps Map. Warte kurz. Hab's. Geh rein. Ich folge dir und kümmere mich um den Alarm. Oh, da kommt einer raus. Schnelle Reaktion. Nicht mehr lange. Scheiße. Eine Patrouille nähert sich mir. Pearl, find einen Weg hinein. Ich gehe außen rum. Okay. Na, ja, Hauptsache ich schaff's. Oh nein. Keiner sieht mich. Ich bin wie der Schatten. Wirklich, die meisten Missionen sind hier wie in so einem James-Bond-Film oder, ja, Hitman-mäßig aufgebaut. Was ich mag. Den können wir ausschalten. Ah! Hab mich bemerkt. Fuck! Scheiße, Wutz, ich hab Probleme. Nein, nicht Granato. Ich! Scheiße! Oh. Wenn du gesehen wirst, ist es aus! Wurde ich eh schon! Naja, ich habe alles unter Kontrolle. Passt schon. Wenn sie keinen Alarm anmachen, dann ist super. Ich empfange jede Menge Funkverkehr. Sie suchen nach dir, Bell. Aber ich habe immer noch nichts von Woods gehört. Beeil dich und geh rein. Ich hoffe, er kommt noch. Denn er ist mein Lieblingscharakter. Also, mit Adler ist er wirklich mein Lieblingscharakter. Mason ist auch cool, aber da fehlt noch ein bisschen Impact. Woods hat so dieses... ich will das Schnee durchmachen, egal wie. Und so dieses Zornige. Aber es passt halt zu ihm.
Jawohl, erstes Schloss geknackt. Zweites. Oh, hi! Was da rein? Ey. Aua! Putz! Gern geschehen. Du hast Dankeschön. Was verloren. Ja, mit Schalldämpfer ist besser. Park, Berl hat einen Weg hineingefunden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann beeilt euch. Keine Einwände. Hast du den Alarm gemacht? Gut, wenn nicht. Zweiter. Drei Leute. Da unten. Ich gehe runter und greife auf dein Zeichen an. Alles klar, bin bereit. Ja, ich gehe von oben lang. Und dann komme ich runter. Du sieht aber sicher aus. Rücke vor. Ja, komm mal. Gesichert. Halte dich bereit. Da könnten 1000 Russen hinter der Tür sein. Oh, das könnte ich mir sehr, sehr gut glauben. Gib mir Deckung. Nein, da. Wutz, das ist eine Plastikpuppe. Kein beschissenes Wort, Bell. Okay. Ich meine nur. Wow. Ach, die 80er. Was zur Hölle ist das hier? Kann ich spielen? Nee, lass mal. Das ist ein Spätzners-Trainingsparcours. Sieht aus wie ein beliebiges Kaff in den USA. Mach ein Foto. Schadet dir nicht. Ah, scheiße, sie fangen an. Fuck, weg hier! Oh, nee! Das heißt, wir werden auch hier reinkommen. Okay, Wutz, du gehst hoch, ich gehe runter. Die wollen eine Übung mit scharfer Munition? Können sie haben. Okay. Oh, scheiße! Ich dachte, das wäre alles okay. Oh, nein! Spätzners. Das sind nicht die normalen Spätzners. Alles super. Mach das. Ich bleib hier auf dem Boden. Oh Gott. Hey, ganz ruhig. Ich glaube, das ist sogar eine Zombie-Map, oder? Das ist doch eine Zombie-Map. Ich mag die Waffe, also die kann so schnell schießen, auch wenn die halt nur einen Schuss macht, kann die übel schnell schießen. Die macht so blub 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 blub. Auch wenn dieser Schalldämpfer eigentlich keinen Sinn macht, so der wird jetzt nicht, da macht die Waffe dann nicht piu piu. Ich habe letztens so ein Video von so einem Waffenexperten geguckt, der sich die ganzen Waffen von Cold War angeguckt hat. Und der hat auch so gesagt, dass dieser Schalldämpfer halt keinen Sinn macht. Weil die Waffe wird dann nicht Piu Piu machen. Aber habe ich ja schon gesagt. Oh Gott, teile nicht die armen Puppen. Früher haben die wirklich sehr oft diese Puppen benutzt. Für jegliches Zeug. Auch für die unangenehmen Sachen. Ja. Ihr wisst vielleicht nicht, wo ich das weiß. Und ihr wollt es wahrscheinlich auch nicht wissen. Alter. Wie habe ich das überlebt? Warte, Butz. Du warst noch nie hier. Ach so, du meinst den Burgerladen? Oh ja. Der war früher exzellent und einzigartig. War er wirklich? Früher gab's noch keinen Mac, ist einfach so um die Ecke. Da musstest du das einfach zu Hause machen. Obwohl das auch nicht so einfach ging. Okay, ich habe eine Schrotflinte. Aber dann will ich meine andere Waffe noch wieder haben. Nein! Nein, wo ist sie? Oh, gerade noch so gefunden.
Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Ah, ich wurde geblendet. Oh fuck, oh fuck. Scheiße, der Kerl sieht nach Ärger aus. Ich glaube, das ist ein Juggernaut. Ja, das ist ein Juggernaut. Aber der hat gar nicht mal so viel Panzerung. Sage ich und trotzdem verleiht er mir super viel Schaden. Ja, ja, Ininescu. Was auch immer ich gesagt habe. Ich glaube, ich müsste auf seine Brust schießen, das ist am besten. Ja. Ah, tatsächlich so. Oh Gott, da kommen welche. Ja, beruhig dich doch, Woods. Meine Güte. Wir sind hier in eine Schießübung geraten. Hier wimmelt es von Russen. Wir suchen auch nach Infos. Scheiße. Mason und Adler halten sich bereit für die Evakuierung. Sie klang wütend. Klang sie wütend? Ging. Ich hab sie wütender gehört. Aber das letzte Mal. Okay, ich geh vor. Jetzt gesichert. Jackpot. Willkommen im sowjetischen Kriegsanalysearchiv. Taktischer Häuserkampfstatistik, KGB-Tagesbericht, Operation Greenlight. Ah, guck mal, das letzte. Operation Greenlight. Operation Greenlight. Operation Greenlight. Weiß ich nicht. Kannst du das hacken? Guck ich mal. Passwort eingeben. War klar, dass es ein Passwort gibt. Sieh dich um. Die Russen sind nicht so schlau. Vielleicht liegt da was auf dem Schreibtisch rum. Warte, Breschne. Keine Breschne. Ahnung. Such weiter. Ja. Hab was. Oh, es hat geklappt. Klasse. Okay. Ja, am besten ausdrucken. Ich nehme einen Ausdruck mit. Das ergibt keinen Sinn. Perseus hat ein CIA-Atomprogramm namens Operation Greenlight infiltriert. Geleitet von Hudson. Die gestohlene Bombe ist amerikanisch und Hudson wusste es. Scheiße, wir müssen hier weg. Oh, verdammt nochmal. Hudson, du hast uns nichts gesagt. Okay, erstmal raus hier. Es einfach nicht. Hark, kommen. Hark, Hudson hat gelogen. Er hat uns belogen, verdammt. Woods, wovon sprichst du da? Ich spreche von Greenlight. So, da bin ich wieder. Nach einem Cut später, die Verbindung ist sie kurz durchgebrochen und ich habe nicht mal meine Waffen mehr. Schade. Oh ja, blöd gelaufen, aber jetzt geht's ja wieder weiter. Zumindest hat's gut gespeichert. Also, Woods, müssen wir raus. Hudson hat schon lange gewusst über Operation Greenlight. Und er hat uns angelogen. Oh Scheiße. Ich hab mich selbst umgebracht, indem ich die Granate auf mich geworfen hab. Nein, was hab ich da getan? Ich bin auch echt manchmal auf den Kopf gefallen. Naja, blöder MTB. Kann ich dir auch empfehlen. Weil du stehst die ganze Zeit im Weg. Los jetzt, Woods. Wir haben nicht so viel Zeit. Alter, wir müssen ja immer eine Granate werfen. Ja, nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Ah, jetzt kommt so eine Heli. Oh, hinter mir. Boah, die Waffe ist geil. Ich frag mich, wie kann er diese Pistole so halten? Gehen wir! Ja, ja. Hörst du mich? Wie ist die Lage? Wir sind vom Regen in die Taufe geraten. Oh, nochmal Splittergranaten. Wir müssen zu diesem Ausgang. Gut, Wutz. Komm jetzt. Wir müssen uns da irgendwie durchkämpfen. Ich hab grad 5-mal verfehlt. Scheiße, noch im Juggernaut. Hallo, wieso ist hier eine unsichtbare Wand? Hallo?
Hier bin ich geschützt. Hinter den Gabelstapler. Nein, auf die Brust, ey. Jawohl. Oh, scheiße, zu viele Fässer. Was? Oh Gott. Ich war doch schon in Deckung. Hallo, Spiel. Oh, jetzt geht's wieder auf den Sack. Meine Güte. Verdammter Mist, noch eine schwere Einheit. Ich wollte ihn eigentlich nicht takedown. Bruder, ich bin gleich schon wieder tot. Die ballern so schnell meine Schilde weg. Denk dran, zieh auf den Kopf. Nein, auf die Brust immer noch. Wutz, du hast auch noch nichts verstanden, oder? Und... warte, noch einmal. Er ist down. Feind will flankieren! Granate! Da ist noch ein Juggernaut. Bruder. Hey. Ganz ruhig. Wer denn? Wo denn? Wir erkennen nichts mehr hier. Scheiße. Das ist dieser Panzer dort. Irgendjemand schießt da nicht. Geh weg! Ich sagte, geh weg! Meine Güte, er ist immer noch da. Lass mich kurz nachladen. Letzte. Bin unterwegs. Aha. Danke. Jawohl, wir dürfen den MTB steuern. Mein Traumauto. Jawohl, ich steuere ihn nicht, sondern Wutz. Aber dafür kann ich das Geschütz steuern. Komm, mach hier alles kaputt. Komm, mach die alles dichte. Zeigen wir den Russen, wie es läuft. Oh Gott, MTB. Das nennt man Stadtsanierung, ihr Wichser. Haha, richtig gesagt, Wutz. Ballern wir sie auf den Haufen. Schieß weiter, ich suche einen Ausgang. Könnt ihr hier nicht mal ein paar verdammte Straßenschilder aufstellen? Brennt nieder! Alle! Schieß auf diese MTVs! Ich drück aufs Gas! Weg hier! Oh, schaffen wir das doch? Wutz, hörst du mich? Wie ist die Lage? Trommler alle zusammen, Park! Das ganze Team! Hudson hat jede Menge zu erklären!